eine Seite Schildkröte zu, ne? Geil. Wir fangen jetzt hinten an, ne? Sehr schön. Ja. Mal schauen. Wenn du davon absiehst, das Loch, was Alex verlassen hat, weil er dann frickeln musste. So. Ja, genau. Also, ist doch noch nicht zu. Nein. Genau. Nee, ist noch nicht ganz zu. Okay. Aber, ja, es geht gut voran. Noch schneller aber voran, ne? Jo. Okay. Und dann so mittags wollte ich dann anfangen, die Vorderbeine beide einzusetzen. Gut zu arbeiten. Ja. Hoffe, die sind durch. Ja, super, dass das jetzt noch so geklappt hat. Ich weiß ja, dass euer Veranstaltungskalender auch mega dicht ist. Aber dann merkt man aber so einen Tag hier, das ist wie 10 Tage, wenn man mit Schülern daran arbeitet. Und das kann man nicht so richtig voran. Ja. Kannst du mir bitte. Schluss! Ja, war schon ein geiles Event. Mit auch ganz bekloppten Leuten. Ja. Also da ist einer reingegangen mit einer 500i und mit 40er-Karin Ausflugsschiene. Der hat aber auch bei Wisch Stielklamotten bestellt. Mhm. Okay, ja. So, Samstagmorgen, 8 Uhr. Ist jetzt schon wieder ordentlich warm und da sind wir. Wollen heute nochmal richtig angreifen bei der Schildkröte. Deutet vorne den Panzer dicht bekommen und auf der Rückseite und dann schon die einzelnen Extremitäten, also die Beine schon reinmachen. Mal gucken, wie es läuft. Heute mit ordentlicher Unterstützung von Alex, Lukas, Andreas und Jörg wahrscheinlich und vielleicht ein Schüler kommt auch noch. Also geht da richtig los. Steffen, erzähl mal einen vom Pferd. Einen vom Pferd? Oder von der Schildkröte? Ich kann einen von der Schildkröte erzählen, wollte ich gerade sagen. Ja, wir sind jetzt dabei, den Panzer fertig zu machen. Haben es fast geschafft. Ist das noch politisch korrekt? Den in 2022 den Panzer fertig zu machen? Ist alles unbewaffnet. Also von daher. können wir mit der Schildkröte gegebenenfalls die Ukraine tatkräftig unterstützen? Wir versuchen es, indem wir das Signal von Frieden damit nach außen weitergeben. Aber ob das so tatkräftig ist, weiß ich nicht. Wobei, wenn man sich das so angehört hat, ne, also tendenziell besser geschützt ist man gefühlt in dem Ding als in dem T-72, ne? Wenn da immer die Haube oben runterfliegt. Ich will mich nicht drauf verlassen, aber mal gucken. Sehr gut. Ja, wir machen jetzt so ein bisschen hinten den Panzer dicht. Nachher setzen wir die Beine links und rechts ein. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das aussieht. Und die restlichen Feinarbeiten unten alles mit Jute-Säcken verkleiden. Und die restlichen Farbarbeiten kommen dann jetzt bis zu den Ferien, sodass wir am 27. und 28. August das Ganze dann einweihen können. Alex, erzähl mal ein. Und der bleibt da gleich stehen. Nicht mehr bewegen. Freeze! Ja, ich filme dich einfach weiter. Ich bin richtig penetrant. Paparazzi auf der Baustelle hier. Ja, du, das Beste oder nix, ne? Okay, mit wem werden wir dich demnächst zusammen sehen? Hast du überlegt, ob du da vielleicht jetzt an Bibi oder so rankommst? Was? Ja, die ist doch jetzt nicht mehr mit Julian Bam zusammen, oder nicht? Ich versuch gerade Smalltalk mit einer Generation zu machen, mit der ich eigentlich sonst nicht so viel Smalltalk mache. Wie alt bist du denn? Ich glaube, so viel Unterschied haben wir gar nicht. Echt? Wie alt bist du denn? Ich bin 37. Nein. Echt? Ja. Wir haben sehr viel Unterschied. Ich wollte auch gerade sagen, mit ein bisschen früh angefangen könnte ich dein Vater sein wahrscheinlich, oder? Ich glaube, ich nicht mal früh angefangen sein für. Ich glaube, Alex möchte nicht, dass ich sein Vater bin. Ich habe das Gefühl, Alex möchte nicht, dass ich sein Vater bin. Sagen wir das mal ganz anders, es könnten alle meine Kinder sein. Ja, definitiv. Immer die Fat Caps nehmen. Fat Caps. Fat Caps. Du bist kein Sprayer. Wie kennst du denn solche Begriffe? Vom Hören sagen. Ich habe einmal Musik gemacht. Und da sollen dann unter anderem auch diese anderen Hip-Hopper dabei gewesen sein. Diese Hip-Hopper. Meine Hose oder seine? Ich weiß nicht. So, komm mal, wir haben zu wenig Farbe. Oh, da bin ich gleich mit dem Mikro angebumst. Angebumst. So, das ist jetzt. Das ist die. Das war zeigt Jörg. Mal, zeig mal einmal das Innere von der Schildkröte. Jörg und zack, hat man einen Akkuschrauber im Pott. Genau. Hier, ja, Tatwaffe. Verbrauchsmaterial. Ich habe eben schon mehrere Verbrechen beobachtet. Hier sind noch ziemlich viele Spraydosen. Ich glaube, das ist. Ja, nicht mehr lange. So ballern wir heute noch.
So, man sieht hier ganz gut das Gerippe der Schildkröte. Der Vorteil ist, und warum wir uns damals dafür entschieden haben, nach dem Bären, weil wir es ganz gerne so machen wollten, dass die Schüler das auch alles handeln können. Deswegen haben wir uns hingesetzt und irgendwie 40, wie viele Würfel waren das? 40, 45 Würfel gebaut? 45. 45 Stück, Meter Seitenlänge und haben das dann nachher miteinander verschraubt. Und das war der große Vorteil. Und danach konnte man so einen großen Korpus erstellen, ohne dass man jetzt wieder Unmengen an Holz verwendet hat. Was bei den heutigen Holzpreisen ja auch wichtig ist. Ja. Und das soll später mal, also das wäre so ein Plan von mir, so eine Art Irrgarten werden, dass man das mit OSB ausstattet und richtig so ein Kriechding hat, wo Kinder dann durchkrabbeln können und wie so eine Art Labyrinth das Ganze machen. Aber es ist mit dem TÜV relativ schwierig umzusetzen, weil du so Notausgänge haben musst. Jetzt guckst du schon wieder so verschmiert. Ich komme nur ein bisschen näher, damit du in mein Mikro quasi mit reinredest. Ach, hier. Ja. Nicht in das hier. Ja. Alex, warum habe ich dich gerade fast mit Vollschwung in die Autos reinfahren sehen hier? Was hast du gesehen? Es sah aus, als ob du gleich mit Vollschwung in die Autos reinfährst. Versuch dir das mal hinzudrehen. Was? Läuft. Reindrücken. Am besten weiter mittig. Drücken? Ja, haben wir irgendwie ein Stück Holz oder was davor oder willst du so? Immer so. Ein bisschen höher vielleicht. Ein bisschen noch. Ja, so. Wolltest du so stehen haben, oder? Ich will noch ein bisschen reindrücken. Wohin denn? Noch weiter rein? Findest du die Anatomie gelungen? Also finde ich es jetzt auf jeden Fall von der Proportion her besser als vorher. Ja, aber sonst sah es aus, als ob die Beine am Hals hat bald. Ja. Also... Liegen oder soll das ein bisschen in der Luft sein? Eher angeschrägt ist, glaube ich, gut. Findest du ganz geil. Ja, und wenn es dann vorne nachher dicht ist, dann sieht das, glaube ich, gut aus. Ja. Mittagessen? Oh ja, cool. Lecker. Ja, mein Hund hat Hunger. Der kriegt jetzt erstmal was. Proteine. Die guten Gains schäfen. Latissimus. Bizeps, Trizeps. 5 Oscars.
Das ist ja schon langsam ein Paparazzi-Move, ne? Hau schon das Mikrofon weg, so. Hol mir ab. Wie ist das so, wenn man so auf Schritt und Tritt verfolgt wird als Promi der Sägeszene? Ja, überhaupt nicht nervig. Das ist gut. In meiner Mini-Bubble reicht das gerade noch, aber mehr muss ich auch nicht haben. Okay. Den Rest bringst du dann. Gut. Läuft.